dieser Debatte Dr. Volker Ulrich, Augsburg. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Bilanz und Anhang einer Kapitalgesellschaft dient dem Zweck der steuerlichen Gewinnermittlung und der Verteilung des Gewinns auf die Anteilseigner. Darüber hinaus sollen Gläubige und solche, die Interesse an der finanziellen Solidität der Gesellschaft haben, informiert werden über deren Geschäftsvorfälle. Aber für Gesellschaften, die eine Vielzahl von Beziehungen haben, globalisiert sind, eine Lieferkette in viele Staaten dieser Erde haben, reicht allein diese finanzielle Rechenschaftsbericht nicht aus, sondern Anteilseigner, Verbraucher, aber auch interessierte Menschen der Öffentlichkeit haben ein Interesse daran, wie produzieren diese Unternehmen, wie beschaffen sie ihre Ware und welchen Stellenwert haben sie in einer globalisierten Wirtschaft. Und diese Frage ist nicht trivial. Unternehmen haben selbst eine Verantwortung für Produktionsbedingungen, für Arbeitsplätze, für Menschenrechte, auch für die ökologischen Verhältnisse dort, wo sie ihre Waren beziehen. Und es gibt einen Anspruch darauf, dass diese Daten auch geliefert und transparent gemacht werden, auch im Interesse der Unternehmen selbst. Und viele Unternehmen nehmen diese Verpflichtung bereits jetzt wahr, indem sie wissen, dass sie mehr als nur Unternehmen sind zur Gewinnerzielung, indem sie auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Aber diese gesellschaftliche Verantwortung muss auch stärker dokumentiert werden. Deswegen ist es richtig, dass die Europäische Union mit dieser Richtlinie diesen Weg auch gegangen ist. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dann stellen wir fest, dass gerade auch viele große deutsche Unternehmen ja mit ihren Umsatzzahlen eine regelrechte Marktmacht haben. Allein der größte deutsche Konzern hat einen größeren Umsatz als das Bruttoinlandsprodukt von 50 afrikanischen Staaten. Das zeigt, dass in einer verflochtenen, globalisierten Welt die Frage eine wichtige ist. Wo beziehen Unternehmen ihre Waren her? Werden Menschenrechte eingehalten? Wird der Kampf gegen Korruption auch wahrgenommen? Und wenn Unternehmen das zukünftig dokumentieren werden, dann können auch Verbraucher deutlich erkennen, wie wir mit dieser Frage umgehen. Und ich glaube, deswegen ist es richtig, dass zukünftig in den Rechenschaftsberichten der Gesellschaften diese Fragen auch verstärkt thematisiert werden. Natürlich kann man jetzt sich die Frage stellen, warum nur rund 300 Unternehmen? Warum nicht 500 oder 1000? Ich will eines deutlich machen. Zunächst einmal handelt es sich bei diesen 300 Unternehmen um börsennotierte Gesellschaften. Es handelt sich um viele Milliarden Euro Umsatz und viele Millionen Euro Arbeitsplätze. Wir bilden damit bereits einen guten Teil unserer Wirtschaft ab. Und zudem muss man bei den Berichtspflichten auch eine Sache nicht vergessen. Die Frage zwischen Aufwand und Ertrag bei der Erfüllung von bürokratischen Vorschriften ist immer in einem gesunden Verhältnis zu sehen. So wie wir auf der einen Seite von Unternehmen verlangen, dass sie diese Berichtspflichten aufschreiben und dokumentieren, so wollen wir auf der anderen Seite nicht,
dass wir gerade auch noch kleinere und mittelständische Unternehmen mit dieser Berichtspflicht überfordern. Ich vertraue auch darauf, dass gerade mittelständische Unternehmen, die diese Berichtspflicht nicht haben, sich trotzdem danach halten, dass aber größere Unternehmen, gerade solche, die börsennotiert sind, auch diese Berichtspflicht wahrnehmen. Ich glaube, insgesamt haben wir dadurch ein gesundes Augenmaß getroffen bei der Frage, wie setzen wir diese Vorschriften um. Wir können Verantwortung nicht allein durch mehr bürokratische Regelungen erreichen. Wir können aber Verantwortung dokumentieren, indem eines klar gemacht wird. Unternehmen, gerade solche, die im globalen Wettbewerb stehen, stehen nicht außerhalb der Welt, sondern sie stehen in der Welt mit ihrer Verantwortung. Und diese Verantwortung werden sie stärker dokumentieren, und das beschließen wir heute. Ich bitte deswegen um Zustimmung zum Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Volker Ulrich. Damit